Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, aus dieser kleinen Wolke unserer Partnerschaft auszusteigen und einmal das Ganze ganz anders, mit einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das geht folgendermaßen. Nimm doch mal ein Foto deines Partners, so wie er jetzt gerade aussieht, und dann nimmst du dir ein Kinderfoto von deinem Partner. Und beide Fotos stellst du jetzt dir irgendwo so hin, dass du beide gleichzeitig sehen kannst. Und nun nimmst du deinen Blickwinkel immer mehr von dem jetzigen Foto weg und konzentrierst dich immer mehr auf das Kinderfoto. Betrachte einfach nur deinen Partner, wie er aussah, als er Kind war. Und plötzlich wirst du feststellen, dass du immer mehr Liebe, Zugehörigkeit, Verständnis, Harmonie für dieses Kind entwickelst, weil du siehst, dieses Kind ist genauso ein Kind, ebenso wie du. Auch dieses innere Kind möchte ganz viel, schreit, strampelt, es möchte Heilung, es möchte Anerkennung, es möchte geliebt werden. Und all das kannst du ihm geben. Wenn du natürlich nur den Erwachsenen siehst, nämlich wie er strampelt und vielleicht auch manchmal sehr aggressiv ist, wirst du dieses Verständnis nicht entwickeln. Aber wenn du das Kind siehst, das immer noch genau das von dir haben möchte, diese Form von Geborgenheit, dann schaffen wir es auch wieder, unserem Partner diese Geborgenheit zu geben. Also steige aus dem jetzigen Alltag, betrachte deinen Partner als das kleine, hilfsbedürftige Kind, das du im Übrigen ebenso bist, und du wirst ihm all das mit voller Liebe und voller Zuneigung geben können.